Herzlich willkommen zu diesem Podcast, Videopodcast, Audiopodcast. Das ist der zweite der Zeilitzheim-Reihe und wahrscheinlich der 72. in meiner normalen Podcast-Reihe. Uwe Meyer, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, Lieber dass Ralf, und ich freue mich und kann das nur so zurückgeben nach einem wunderbaren Kongress, dass du jetzt noch dir dieses Format überlegt hast, finde ich großartig. Ich freue mich drauf. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, wir sind uns einig, das ist der tollste Kongress aller Zeiten. Es ist so, 100% bin ich da bei dir. Es kann nichts Schöneres geben. Es ist wie für mich, wie nach Hause kommen. Es ist Genau. wie Familie. Im Gegensatz zu vielen Glaubensfragen, mit denen wir uns sonst beschäftigen, ist das eine Tatsache. Das ist der beste Kongress. So ist es. Ich war leider nicht in deinem Vortrag, aber ich habe hinterher so schwärmen gehört. Vor allem, ich habe das auch schon gesagt, Dagmar Ling ist jetzt Hardcore-Fan von dir. Sie meinte hinterher zu mir, ich hätte da was versäumt. Ich müsse unbedingt mit dir reden. Und darum bin ich sehr froh, dass wir jetzt gleich das zweite Gespräch haben. Toll, danke. Du, bei dir geht es ums Verkaufen. Genau, ich habe zwei Säulen. Ich bin einmal ein Mentor und ich bin einmal eben der Verkaufsenergizer. Aber wir reden heute von dem Verkaufsenergizer. Für mich ist Verkaufen Energie und für mich ist Verkaufen das Normalste der Welt. Es ist ja immer nur eine Definitionsfrage, was ist Verkauf? Du kennst das, manche Menschen müssen sich morgens schon verkaufen, überhaupt ins Leben zu treten, sprich aus dem Bett zu kommen. Ja, und wenn man das sich überlegt, wir konnten das alles. Ich glaube, dass kleinste Babys und Kleinkinder das alles können. Und dann kommt leider, da sage ich wirklich leider, das Problem mit dem Kindergarten. Und ab dann heißt es, jetzt ist Ruhe, jetzt setz dich dahin, sei still. Und ich glaube, so entstehen auch Zappelphilipse, indem sie nämlich nichts mehr dürfen. Und dann irgendwann explodieren sie letztendlich und dann gibt es ja aber heute Ritalin. Das gute Ritalin, das hilft dann ja den Menschen wieder ruhiger zu werden. Das Ja. heißt, du glaubst, Verkaufen ist ein Kinderspiel. Ich glaube, definitiv verkaufen ist ein Kinderspiel. Und wenn du ins Spielen kommst und ich spiele mit den Kunden, das habe ich, glaube ich, auch in dem Vortrag wieder gut gemacht, dann kommst du zu deinem inneren Kind und dann lässt du das raus. Und wenn dann auf der anderen Seite das andere innere Kind sich darauf einlässt, also ich würde aus meinem alten Leben schon, würde ich mit 99,7% der Kunden, wenn die mich anrufen, wollen wir morgen zusammen in Urlaub, würde ich mit denen in Urlaub fliegen. Egal wohin, es wäre mir völlig egal, ich würde es machen. Altes Leben heißt, du warst mal sozusagen im richtigen Verkauf, also hast nicht Leute trainiert, die verkaufen, du hast selbst verkauft. Genau. Ich habe mal ein Einrichtungshaus gehabt. Ich habe verschiedene Vertriebsstrukturen erlebt. Ich habe damals die T-Card, während ich meinen Betriebswirt gemacht habe, habe ich auf offener Straße in Hamburg in der Fußgängerzone wildfremde Menschen angequatscht, habe die Kontonummer und die Unterschrift für ihr Konto auf der Straße rausgeholt und nicht dafür, dass sie jetzt 1 Million spenden für die Grünen, sondern dass sie zukünftig von der Telekom das Geld abgebucht kriegen. Und dann habe ich verschiedene andere Sachen gemacht, egal ob Messeverkauf, was auch immer. Und gelernt habe ich es vielleicht auch ein Stück weit einmal von meiner Mutter, die bei uns im Hause den Verkaufspart letztendlich hatte. Mein Vater war der Top-Handwerksmeister, bin ich auch, und Raumausstattermeister. Und dann bin ich in den Ferien zu meinem Patenonkel gefahren und der hatte eine Tankstelle. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben gespürt, dass Verkauf, das ist, was wir beide auch so lieben, Kommunikation. Ich stimme Und dir komplett zu und ja. frage mich, hast du eine Idee, warum dann Verkaufen für so viele Leute so einen schlechten Ruf hat? Ja, Ich meine, warum dass es ist. hat, weißt du auch, ne? Aber wie kommt es? Es ist eigentlich so was Schönes. Genau. Also das sage ich eben auch. Du solltest es lieben, weil es hilft dir nur weiter. Immer das als kleiner Disclaimer gesagt, ich unterstütze nur Menschen, die gut sind, die was Gutes von ihren Kunden wollen, nämlich deren Geld und dafür was Gutes liefern. Alle anderen unterstütze ich nicht. Die sollen zu anderen größeren gehen als meiner Person. Da gibt es genug Angebote wie online. Und ich sage einfach, Verkauf ist deswegen so schön, weil wenn ich diese Liebe aufbaue zu dem Produkt, zu dem, was ich biete, und in dem anderen diese Liebe widergespiegelt bekomme. Das heißt, wir sprechen ja im NLP oft von Zielen, von Visualisieren. Ich visualisiere das für den Kunden. Storytelling, bist du ja auch ein ganz krasser Typ. Ich bin immer zu jedem der Hauptlieferanten ins Werk gefahren.
habe mir einmal angesehen, was passiert da? Was arbeiten da für Menschen? Wie sind die Inhaberinnen und Inhaber drauf? Und das Schönste war ein deutsches Unternehmen, die wirklich eigene Wälder haben, dieses Holz nutzen, das hinten ins Werk reinfahren und vorne kommen tolle neue Sofas raus, die mit Liebe und Leidenschaft mit Leder und Stoff bezogen wurden. So, und wenn du das einmal gesehen hast und ich diese Stories erzählt habe, dann hat der Kunde nie gefragt, was kostet das? Diese Frage habe ich in 15% der Fällen maximal gehabt. Die meisten haben nur gesagt, ja, aber wie schnell können Sie das denn liefern? Ja, und das ist das, wenn du, ich glaube, wenn du deine Liebe und deine Leidenschaft in etwas reingebst, das ist egal, ob ich Trainer bin, ob ich Verkäufer bin und ich bezeichne mich gerne als Verkäufer, ich stehe dazu. Man darf ja eins nicht vergessen, wir sind ja nur in einem anderen Raum. In Amerika ist es einer der angesehensten Berufe überhaupt. Das wäre jetzt auch meine Frage, wie kommt es, dass es in Amerika so angesehen ist und bei uns wirklich, man traut sich es ja kaum zu sagen, wenn man verkauft. Richtig, genau. In Deutschland ist man deutsche ja fast gebrandmarkt, genau wie gewisse andere Dinge, die man nicht mitgemacht hat. Man hat diesen Stempel oder den Hut auf, wenn man das hier nicht gemacht hat. Und so ist es in Deutschland auch. Ich glaube, das liegt daran, dass wir so ein, ich glaube es wirklich, dass wir so ein gehorsames Volk sind, in der K&K-Tradition fest verankert. Ich habe früher Schwarz-Weiß-Filme als Kind geliebt. Ich schaue sie mir auch immer mal wieder heute an. Und wenn wir den Hauptmann von Köpenick uns angucken, das konnten wir jetzt ja nun auch in vergangener Zeit des Öfteren immer mal wieder erleben. Es funktioniert. Und so haben wir auch in verschiedenen Branchen diese Bauernfänger, so nenne ich sie bewusst, die mit dieser Art und Weise die Menschen manipulieren, abholen und dann stramm stehen lassen. Und dann buchen die und buchen die und buchen die, um mal jetzt beim Kurs zu bleiben, ein Kurs nach dem anderen, weil viele auch diesen Spaß auf den Live-Veranstaltungen lieben. Ich auch, gar keine Frage. Ich liebe das. Nur es muss ja am Ende des Tages irgendwas dabei rumkommen. Sonst kann ja so eine Investition nur einem helfen. Und dann fallen wir raus aus dem für mich wichtigen Win, Win und dem Win drumherum für beide Parteien. Weil wenn ich dir was Schönes verkaufe, dann habe ich gewonnen und du hast gewonnen. Dein Umfeld wird das merken, mein Umfeld wird das merken, weil ich bin glücklich. Mhm. Ich kriege den Energieausgleich, wie manche Yogis sagen, ne? Die ja auch, verkaufen. Mein Kurs kostet mehr als 30 Euro. Nein, das kann ich nicht machen, dann ist mein Karma schlecht. Ich sage, solange man was liefert, kann man auch was bekommen. Und wir haben ja eins, wir sind ja im Land der Zertifikate. Und das zeigt es auch. In Amerika, woher kommt denn der Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär? Der würde niemals aus Deutschland kommen. In Amerika sind die offener. Zumindest in diesem Feld. Nicht in anderen Fällen. Ich bin 7-mal in New York gewesen. Jetzt hast du so viele Fragen in mir angeregt. Ja. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge ich die bringen soll. Hau raus. Ich nehme mal die Kundenperspektive ein. Ja. Ich gebe dir komplett recht. Ja. Das Dumme ist nur, jemand, der so wunderbar aus dem Herzen mit Liebe und Ethik verkauft wie du, sagt am Ende ziemlich genau die gleichen Texte wie jemand, der mich über den Tisch ziehen will. Nein. So. Wo siehst du die Texte? An welcher Stelle? Was glaubst du? Woran erkenne ich als Kunde, dass wenn du sagst, dass dein Produkt gut ist, der eine bist, der es ehrlich meint und nicht zu den 10 anderen gehört, die mir irgendwas verkaufen. Also, ich sag mal so, wir splitten das jetzt bewusst mal auf, weil ich ja nicht weiß, wer sich das hier jetzt alles anhört und anschaut. Es gibt für mich da zwei Herangehensweisen. Die eine ist die des Anfängers. Wir nehmen mal die des Anfängers. Ein Anfänger er sollte oder sie sollte zunächst ein Einstiegsprodukt kreieren. Damit dieser Mensch das Vertrauen findet. Idealerweise ein Pitch, das habe ich auch in meinem Vortrag, du konntest ja nicht dabei sein, in meinem Vortrag gesagt, idealerweise ein Video auf die Landingpage stellen oder auf die Webseite, wo der Mensch in ungefähr 60 bis 90 Sekunden, wir sind ja im NLP, die WAKOK-Nummer auswerfen kann und gucken kann, was kann ich mitnehmen, was nehme ich bei diesem Menschen wahr. Das ist das Mindeste, was du im Verkauf machen solltest. Dann sollte das persönliche Treffen, wenn es nicht live geht vor Ort in einem Geschäft oder auf einem Kongress,
ja, dann zumindest würde ich es immer per Zoom empfehlen. Weil dann, glaube ich, ist diese Tonalität entscheidend. Mag ich überhaupt diesen Menschen? Weil wenn ich mit dem zum Beispiel bei unseren beiden Jobs nachher zusammenarbeiten will, dann muss der Stimmklang, der muss passen. Wenn ich in meinem alten Business nur ein Sofa verkauft habe, ist es vielleicht noch was anderes, aber nicht bei sowas. Das ist also deswegen empfehle ich Anfängern 100%, holt euch, der Jürgen Heller nennt das zum Beispiel eine Affenfaust. Finde ich großartig, dieses Bild, wenn man Walt Disney-Fan bin. Kennst du die Affenfaust, das Bild? Genau. Für die, die das nicht erkennen, Buschleute wollen Wasser finden. Buschleute wissen, dass Tiere den besseren Instinkt haben. Jetzt nehmen sie einen Termitenhügel, achten darauf, dass Affen, die irgendwo oben im Baum sitzen, das genau beobachten. Und da die Affen so wie ich sind, nämlich mega neugierig auf alles, was um sie herum passiert, Fluch und Segen zugleich, springen sie auf den Baum und beobachten, was macht er. Und dann legt er etwas Größeres rein in diesen Berg und guckt, dass das Loch nicht zu groß ist. Jetzt geht er schnell weg, hält seine Schlinge bereit. Der Affe springt vom Baum, weil es irgendwann nicht mehr aushalten kann. Rennt hin, greift rein, greift zu und kann dann, weil die Hand, wenn er was drin hat in der Hand, ja größer ist als der Lochdurchmesser, kann er nicht mehr raus. Und jetzt sind wir ja dabei. Die meisten, eBay nutzt das ganz klar, 1, 2, 3 Mainz, auch durch solche Geschichten. Jetzt kann er, ja, will ja sehen, was ist das, was kommt da für mich? Und er lässt es nicht mehr los. Und der Buschmann kommt, legt ihn eine Schlinge, setzt ihn in die pralle Sonne, wartet, bis er so einen Brand hat, dass er all seine Vorsicht vergisst, lässt ihn los, der Affe flitzt zum Wasser und der Buschmann weiß, wo das Wasser liegt. So, und wenn du diese Affenfaust legst, dann sollte das was sein, wo der Mensch Lust hat, daran zu schmecken, das Geschmäckle zu kriegen. Es sollte für mein Werteverständnis ganz klar was sein, was den schon weiterbringt. Ja? Und es sollte was sein, was Lust auf mehr macht. Wo derjenige sagt, für 5, für 7, für 9 Euro, das jetzt schon, wie cool ist das denn? Und dann gibt es ja so verschiedene Geschichten wie Reziprozität, ne? Du gibst etwas und der Mensch verfühlt sich automatisch, ist auch bei uns angelegt, verpflichtet. Oh, super. So, wie gesagt, immer mit dem Wert dahinter, dass ich was Gutes im Sinn habe. Und das unterscheidet, behaupte ich eben mal, die einen von dem anderen. Da stimme Und ich dir zu. Genau den Unterschied meine ich ja. Nur wenn ich jetzt Kunde bin, also nehmen wir an, ich gehe ins Internet und suche nach irgendeinem, der mir hilft, besser zu verkaufen. Ich finde deine Seite und 10 andere. Dann finde ich auf allen Seiten nette Videos und Sprüche, die mir bestimmte Dinge versprechen. Du meinst es ehrlich. Andere vielleicht nicht. Wenn du mir jetzt sagst, ich soll nach meinem Gefühl gehen, die anderen können die Tricks vielleicht auch. Also ich finde es von Es ist Kundenseite schwer. Es sehr ist schwer. schwer, Es ist sehr schwer. schwer, den Deswegen, einen guck, zu finden. Ja. es ist 100% schwer, bin ich bei dir. Auch ich bin böse reingefallen, weil ich das eine Gesicht gekauft habe und das andere bekommen habe. Und wirklich in den Videos mich zwingen musste, diese Videos anzuschauen. Es war unerträglich für mich und ich habe dann den Kurs abgebrochen, obwohl der sehr, sehr, sehr teuer war. Und deswegen empfehle ich den Schritt 2, zu wunderbaren Orten zu gehen, wie dem NLP-Sommerkongress oder dem Kongress, den ich jetzt auch in der Pipeline habe. Ich will was machen, weil ich so viele tolle Menschen kennengelernt habe auf diesem Kongress. Und ich will was im Norden Deutschlands machen. Ich überlasse gerne Stefan den Süden Deutschlands und ich will was im Norden machen und die Berliner mit abholen, ja, dass wir oben im Norden was machen, dass wir da auch so einen wunderbaren Ort schaffen. Und da empfehle ich jedem Menschen hinzugehen, sich die einzelnen Vorträge anzuschauen, wie ich bei dir damals ja auch schon und habe gedacht, Mensch, der Typ ist genauso cool, sogar noch cooler wie im Webinar. Dann das Gespräch zu suchen und dann geht man auf Nummer sicher. Deswegen würde ich zum Beispiel niemals Möbel im Internet kaufen. Ich könnte es im Gegensatz zu den normalen Menschen. Ich könnte es. Die normalen können es nicht. Die sollten selber in ein Möbelhaus gehen. Die sollten ganz klar fragen, warum ist das Möbel denn so gut? Und sich mal die Sonnenbrille aufsetzen. Das ist vielleicht noch ein Tipp, um nicht das Blink-Blink, das Schein-Schein wahrzunehmen und eine kleine, ja, und das vielleicht auch als Übung zu machen, dass ich sage, pass auf, ich mache das jetzt so, ich stelle mich vor das Möbelhaus und sage mir jetzt,
Ich gehe jetzt leer in das Möbelhaus. Mein Ziel ist es, ein Möbel für mich zu finden. Und dabei gehe ich rein fokussiert auf das, was mir gefällt, vor. Also das wirklich zu framen, sich selber. Und dann den Schritt zu gehen in das Möbelhaus, nicht links und rechts zu gucken. Und dann aber auch offen zu sein, wenn ein Verkäufer kommt, den deine Fragen zu stellen. Und Also klingt eben spannend. nicht sich führen zu lassen in Fragen, wo er vielleicht hin will. Das finde ich ein spannendes Beispiel, weil wie ich das letzte Mal ein teureres Sofa gekauft habe, habe ich mir vorher ein Buch gekauft, wie man Möbel kauft. Ich Vielleicht kennst du kenne den sogar Autor das auch. Buch, was du meinst. Ich habe Ja. mir das damals auch bestellt, weil ich wissen wollte, ob das gut gemacht ist. Und wenn es das Buch ist, sag noch mal den Titel. Weißt du das zufällig? Nee, ich fand es interessant, aber unterm Strich dann am Ende doch sein Geld nicht wert. Aber ich fand die Idee so großartig, zu Ich sagen. meine aber, genau das ist das. Ja. Also, Ist doch brillant. ich meine, dass, also wir wollen alle so intelligent sein. Wir reden hier von PISA. Wer sich damit einmal beschäftigt, weiß, dass es genauso ein Schrott ist wie vieles anderes. So, ich erwarte, und jetzt werde ich wirklich mal hart, weil ich kann auch hart, ich erwarte einfach, dass wir wieder mehr Grips und mehr Menschenverstand haben. Und wenn ich zu Roller gehe, dann muss ich auch erwarten, was ich da bekomme. Und wenn ich, und jetzt betone ich und ich liebe und ich kann nur jeden Menschen dazu einladen, geht in ein traditionelles Fachgeschäft. Geht da rein und sagt, auch das ist Framing, wir beide wissen das, sagt ganz klar, wissen Sie, ich komme hier in ein Fachgeschäft, weil ich einfach erwarte, dass ich hier sauber, fair und ehrlich behandelt werde. Ich nehme immer das Beispiel, das habe ich in diesem Vortrag auch wieder gemacht, weil das so viele Menschen kennen. Halt. Viele sind genervt, wenn sie in ein Geschäft kommen. Warum? Weil immer noch gefühlte 70, gehen wir mal ganz positiv ran, 70% der Verkäuferinnen und Verkäufer sagt, kann ich hier behilflich sein? Und dann habe ich beim ersten Vortrag 2019 mich wie ein Dirigent, du kommst ja aus der Musik, wie ein Dirigent von links. Ich sage, und was, ihr lieben Leute, sagen dann die Mehrzahl der Menschen? Und aus einem Chor habe ich dirigiert, ich will nur gucken. So, und wenn ich da bewusst das schon frame als Kunde und sage, passen Sie auf, ich habe richtig Bock auf Ihr Geschäft. Lob vorweg. Ich möchte hier Geld ausgeben. Ich möchte jetzt aber, dass Sie mich so begeistern von der Qualität, also bewusst auch diese Qualität, dann kommt er aus der Nummer auch nicht mehr raus oder sie, dass sie mich mit der Qualität begeistern. Und wenn am Ende wir beide denken, es ist das Richtige für mich, dann wünsche ich mir natürlich von Ihnen auch einen Preis, der mich leben lässt. Jetzt bringst du wieder ein ganz spannendes Thema. In den paar Verkaufstrainings, die ich gemacht habe, Ja. habe ich schnell kennengelernt, dass viele Verkäufer selber zwei Kategorien aufmachen, nämlich vom Berater und vom Verkäufer. Und Ja. viele tragen vor sich her, ich bin ein guter Berater, ich berate den Kunden, mir liegt das nicht so, die Abschlussfrage zu stellen. Richtig. Die grenzen sich dann ab von denen, die ja nur verkaufen, aber nicht beraten. Also Uwe, das, was du jetzt sagst, einer, der beides kann, der gut berät, fachkompetent ist und hinterher den Biss hat, die Abschlussfrage zu stellen. Ey, Ja. das ist die eierlegende Wollmilchsau, das ist der Wolpertinger. Ja, das lernst du bei mir im Kurs, lieber Ralf. Aber Nein, du weil stimmst das ist. schon zu, ne? Das ist eine spannende Kombi. Aber das ist genau das. Ich liebe leider meinen leider verstorbenen Patenonkel. Der Mann hatte nur eine Aral-Tankstelle. Aber er hat den Menschen, ohne dass, heutzutage weiß er, es sind ja halbe Rewe-Märkte da, ja. Ohne dass er das forciert hat, hat er den Menschen ein Erlebnis geschaffen, auch wenn die nur getankt haben. Der hat für fast jeden Menschen, und du kennst das, die Leute, beobachte mal, geh mal, wenn du morgen oder übermorgen in der Tankstelle bist, geh mal hin. Die Leute kommen rein, ansprechen tun sie ja die Person hinter der Kasse, die wenigsten. Ich bin im Rewe in der Zeit, wo wir komische Sachen tragen mussten, habe ich mir immer in roten Smiley raufgemalt. Dadurch wussten alle, wer, wenn ich im Rewe reinkam, wer das ist. Und alle waren schon immer am Winken. So leicht kann es sein. Das kann ich aber auch umkehren im Verkauf.
indem ich einfach nur lächle und einfach nur die Menschen so annehme in dem State, wie sie gerade sind. Und wenn ich dann, und das konnte mein Patenonkel wie eine Ballerina, wenn ich dann anfange zu drehen und den Menschen irgendwas mitgebe, dann haben manche den Weg, die haben sich umgedreht, haben das noch nicht verarbeitet, sind bis zum Ausgang gegangen. Und ich stand da, nachdem ich das zweimal erlebt habe und konnte schon, habe schon meinen Mund zugehalten vor Lachen. Und an der Tür hatten die ihre Karte oder das Restgeld ins Portemonnaie gesteckt, haben sich nochmal umgedreht und haben gestrahlt. Diese Gabe hatte er. Er hat ihnen irgendeinen kleinen Spruch mitgegeben. Und mindestens immer Tschüss und gute Fahrt. Und die Leute haben sich wertgeschätzt gefühlt. Und das ist was, was ich für mich im Verkauf immer gelernt habe. Ich schätze den Kundenwert und das heißt auch, wenn ich nichts habe, was der Kunde braucht, dann habe ich verdammt nochmal die Pflicht, sofort zu sagen, lieber Ralf, ich finde es genial, was du da willst. Ich kann dir das nicht liefern, aber in der zweiten Etage, da ist ein Geschäft, da wendest du dich an Frau Schmidt mit schönem Gruß von mir, die kann das. Und das sind die Menschen, die dann hinterher wieder ins Geschäft gekommen sind und gesagt haben, also sowas habe ich noch nicht erlebt und herzlichen Dank und ich soll schöne Grüße von Frau Schmidt sagen. Und das ist, wenn man miteinander arbeitet, wenn man nicht gegeneinander arbeitet. Und ich glaube, dass sich das Portemonnaie, weil, sorry, dafür ist auch der Verkauf da, dass sich das Portemonnaie dann am Ende des Tages von alleine füllt. Ich würde es mal so zusammenfassen, du wendest dich an Leute, die mit Absicht verkaufen. Weil, vielleicht kennst du den Satz aus Hitch, wo er sagt, beginne jeden Tag so, als wäre es mit Absicht. Ich glaube, wenn ich jetzt dich so reden höre, wird mir klar, viele Menschen arbeiten im Verkauf, wollen es eigentlich gar nicht. Die sind da zufällig gelandet. Ja. Ich will nicht sagen, die haben Angst vor anderen Menschen, aber vielleicht sind sie nicht dafür gemacht, mit so vielen verschiedenen Menschen im Laufe eines Tages in Kommunikation zu treten. Und was wir beide aus dem NLP wissen, ist, dass bei vielen dann so ist, es kommen 10 nette Kunden, es kommt ein Kunde, der schlechte Laune hat, aber der eine mit der schlechten Laune beeinflusst den Verkäufer mehr. Und die anderen 5 Kunden kriegen es dann ab, die danach kommen, weil der hat sich das reingezogen, wie im Callcenter auch. Dass die schlechten Kommunikationserlebnisse oft stärker wirken. Das wissen wir beide und wir sind ja beide NLPler und deswegen gehört auch zu einer guten Verkaufsschulung immer das State Management. Ich war in verschiedenen Verkaufsschulungen, ich habe das immer nur husch, dann war das Thema durch. So, ich habe einen Verkäufer kennengelernt, der konnte kein NLP, aber der ist mir aufgefallen. Ich habe ihn gefragt, was ist Ihr Geheimnis? Ja. Hat er in NLP-Worten gesagt, also er hat es anders ausgedrückt, gesagt, dass er nach jedem Gespräch einen Change History macht. Ja, dass mega. Nach jedem Gespräch sich überlegt, wie hätte es noch ein bisschen besser laufen können. Und da dachte ich mir, ich verstehe, warum du so gut drauf bist. Und genau das ist das. Und das kann man sich auch in ein kleines Büchlein schreiben. Ich bin ja nach wie vor dabei. Ich habe jetzt von einer befreundeten Trainerin ein wunderschönes, ich halte es mal eben rein, kann ich nur jedem empfehlen, ein Geschenk. Wir haben auch ein bisschen Schleichwerbung, Paper Blanks. Jetzt schau man sich mal dieses Buch an. Ich hoffe, dass man so ein bisschen, das ist so wertvoll. Und wenn man sich sowas hernimmt und eben sich auch reinschreibt, hey, was war jetzt gut? Was hätte ich vielleicht anders machen können? Und ich mache ja auch Telefonskripts für Leute. Und dann sage ich, was ist denn das Geheimnis eines Telefonskripts? Das Geheimnis ist nicht das Ablesen. Das Geheimnis ist, dass ich mich einmal mit mir beschäftigt habe, was ich will, dann diesen Abgleich schaffe zwischen dem, was mein Business ist und dann gucke, dass ich den Kunden abgleiche, passt das? Und wenn das nicht passt, dann habe ich verdammt nochmal die Pflicht, ihm nicht irgendwas aufzudrücken, sondern ihn dann auch weiter zu empfehlen. So, und wir sind ja oft im NLP bei Grundannahmen. Ich versuche den Menschen zu sagen, es ist schwer, das weiß ich. Wenn du die Grundannahme hast, alles, was mein Gegenüber sagt, denkt, ausdrückt durch Augen, Ohren, oder was auch immer, ist gut und dir das als Mantra nimmst, ja, bitteschön, was geht denn dann ab? Ich bin ja in meinem alten Leben schon Handwerksmeister gewesen. Und da habe ich meinen Betriebswirt gemacht. Und dann saßen da Leute, ja, bloß nicht für gewisse, ich nenne sie jetzt mal heute nicht, für gewisse Berufsgruppen arbeiten, bloß nicht. Ich sage, warum denn nicht? Oh, die sind so kompliziert.
Ich bin jemand, ich will nicht Lieschen Müller haben, die sagt, ja, Herr Mayer, so muck wie das, ne? Sondern ich will die, die sagen, nee, Herr Mayer, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ab dann drehe ich auf. Ich meine, gut, ist natürlich ein bisschen pervers, aber ich stehe dazu. Ich liebe das. Nein ist für mich, ja, gibt es ja auch verschiedene Äußerungen, was Nein dann ausgeschrieben heißt, aber für mich ist das dann das Spiel. Und wenn ich dann die Leidenschaft reingebe und dann der Kunde irgendwann lächelt, was habe ich denn dann geschafft? Der ist doppelt überzeugt, dass er jetzt hier das Richtige kriegt. Doppelt. Das hätte ich nie geschafft mit einem Rabatt. Das ist ja der größte Fehler, den man machen kann. Nie hätte ich das geschafft. Weil damit glaubt er, dass er der Gewinner ist. Wenn wir aber beide lächeln am Ende des Tages oder des Gespräches, dann wissen wir haben beide gewonnen. Und das ist für mich das Spiel. Das ist für mich Verkauf. Du weißt, ich mache Modeling. Und meine Ohren Ich werden weiß. gerade ganz groß. Ich weiß. Ich glaube, du hast ein sehr besonderes Menschenbild, kann das sein? Also was da so zwischen den Fugen hervorleuchtet, ist, ich glaube, du hast ein Bild vom Menschen, das ist so richtig schlechte, böse, über den Tisch ziehen Menschen, die sich mit dir streiten wollen und jeder ist des Menschen Feind und sowas, ist nicht deine Welt, ne? Die gibt es, die haben mich... Die kommen nicht zu dir, ne? Doch, doch, also die kommen nicht zu mir als so, aber die haben mich in der Zusammenarbeit böse abgezockt, das hat mich bitteres Geld gekostet, nur ich lag am Boden und das meine ich wirklich so, wie ich sage, ich lag mehrfach durch Scheidung, durch Insolvenz, durch all die Wirren des Lebens, die beiden wichtigsten Frauen in meinem Leben, waren jetzt nicht so im Nachgang, wie ich es mir gewünscht habe. Der Vorteil ist, ich habe wundervolle Kinder mit der einen Frau, die andere ist meine Mutter. Ohne sie wär ich gar nicht auf der Welt. Also jetzt wieder das Positive zu suchen und zu finden. Es ist beides also letztendlich am Ende des Tages ein Riesengeschenk gewesen. Sowohl meine Ex-Frau, der danke ich von Herzen unendlich für diese wunderbaren Kinder. Sie hat noch einen Sohn mit aus der ersten Ehe mitgebracht. Das ist genauso ein großartiges Geschenk wie meine beiden eigenen, die ich mit ihr bekommen durfte. Plus meine Mutter, die mir so viel Positives, wie ich niemals sein will, also Negatives wie Positives, wie ich gerne sein will, mitgegeben hat. Und all das, und es ist zwar bitter auch manche Tage gewesen, und ich weiß nicht, wie viele Liter Tränen ich in meinem Leben verweint habe. Also das, da reicht eine Wanne... In manchen Monaten sogar nicht. Und trotzdem macht es uns, ja, früher hat man ja so, kennst du den Spruch, so blöd, was nicht tötet, härtet ab. Und ich würde einfach heute sagen, was uns nicht umhaut, macht uns einfach nur ein Stück großartiger. Aber jetzt bin ich ja wirklich fasziniert. Ich meine, gerade wenn du sowas erlebt hast, du sitzt hier, du lachst, du strahlst, du strömst diese ganze gute Energie aus. Was ist dein Geheimnis? Also ich meine, du hättest jeden Grund, hier verhärmt zu sitzen. Ich kann auch gut meckern, aber immer wieder, wenn ich in so eine Meckerphase komme, ja, gründe ich zum Beispiel einen Positivkanal. Ja, und lade dann einfach mal 100 Leute über Telegram in diesen Positivkanal ein, weil ich sage, ich kann nicht nur motzen. Ich merke ja selber, ich bringe mich in schlechten State. Und dann mache ich jetzt jeden Tag eine gute Botschaft. Weil such mal im Internet, da gibt es nicht viel gute Botschaften. Das heißt also, was mache ich jetzt, damit ich nicht in dieser Energie bleibe? Ich suche mir eine andere. Und wäre ich das richtig? Du gehst über andere Menschen? Wie genau definierst du über andere Menschen? Dass du quasi, wenn du merkst, du kommst in einen schlechten Zustand, du andere Menschen mit einlädst, um mit denen zusammen in einen guten Zustand zu kommen? Ja, das mache ich, weil ich mich in der Coachingarbeit zum Beispiel als Mentor sehe ich mich als Gärtner. Und wann kriegt ein Gärtner einen Gewinn? Wenn das, was er gepflanzt hat, was er mal mit ein bisschen Haken, mit Luftzufuhr unterstützt hat, wo er mal Dünger, Wissen, wie wir beide sagen, zugegeben hat, wo er mal einfach die Sonne scheinen lässt. Und irgendwann, ich bin ja 1,98 Meter, das hast du ja noch bei unserem Wechsel gesehen. Heutzutage weiß ich, ich bin 1,98 Meter lang. Aber ich wünsche mir am Ende der Coaching-Arbeit, dass ich aufschauen darf. Du weißt, Sonnenblumen werden bis zu 3-4 Meter. Und wenn ich hochgucken darf und diese riesen, wundervolle Sonnenblume strahlen sehen darf, was gewinne ich denn dadurch? Ich weiß, jede Minute, die ich investiert habe, ist ein Gewinn für mich, weil ich dieses wunderschöne Ergebnis habe.
Und jede Minute, die dieses Ergebnis auf mich zurückscheint, nährt mich doch mehr, als es jedes Schnitzel, vegan natürlich, überhaupt nur jemals mir geben kann. Und das Gleiche habe ich eben auch in diesem Vortrag wieder gemacht. Mhm. Unter uns, es hört ja sonst kein anderer. Dieser Vortrag war null vorbereitet, wie auch schon der erste 2019 nicht, weil ich bin der festen Überzeugung, alles ist in uns. Wir dürfen es wieder nur erwecken. Das habe ich gestern von einer Kollegin gehört, die ich auch gerade begleite und die sagt, ja, ich versuche das zu erwecken in den Menschen. Nee, Entschuldigung, noch besser, erinnern. Ich versuche die Menschen zu erinnern. Das hat mein Herz noch weiter geöffnet. Ich finde es so wunderschön. Ich erinnere die Menschen, weil das ist ja das, was ich sage. Alle Menschen können verkaufen. Und ich erinnere sie, wie leicht, wie schön, wie einzigartig das sein kann, wenn man das, was man zu geben hat, nämlich zum Beispiel eine Dienstleistung, einem anderen Menschen so präsentieren kann, auf seine eigene Art, ja, mit vielleicht der Unterstützung, was ich besser nicht mache und was ich vielleicht mehr mache, das versuche ich denen dann mitzugeben, damit dann das Gegenüber eine Entscheidung treffen kann. Weg vom Alten, hin zum Neuen und auf dieser, ich liebe auch das Bild des Brückenbauers, ich baue die Brücke, über die wir gemeinsam dann gehen, aber ich muss ja ein Stück vorweg gehen. Das ist, viele sagen ja, das muss der Kunde machen. Ich sehe das anders. Ich habe heute Morgen noch ein Bild bekommen, und das versuche ich jetzt, das wird auch so fotografiert von einer Fotografin, die sagt, Uwe, ich sehe dich so. Das berührt mich jetzt noch so sehr von heute Morgen, weil sie ist genau so, wie ich es immer gesehen habe, aber ich konnte es noch nicht ausdrücken. Sie sagt, du gehst den Weg vorweg, du drehst dich um, hältst die Hand nach hinten und entweder nimmt diese Person sie oder sie nimmt sie nicht. Ich kann nur ein Angebot machen. Und das ist Verkauf auch. Also es ist gleichzeitig Mentor und Verkauf. Ich kann doch nur ein Angebot machen. Und entweder nimmt dieser andere Mensch das Angebot an. Oder ich sage, darf es noch ein Cappuccino zum Schluss sein, bevor sie gehen. Also bei dir steht definitiv Mensch und Beziehung im Mittelpunkt, ne? Das ist der Mittelpunkt. Das ist, wenn ich das nicht habe, ich habe es in dieser komischen Zeit, wo wir vermeintlich nicht vor die Tür durften, das war für mich, als wenn der Stecker raus ist und ich habe diesen Stecker nicht mehr gefunden. Ja. Das heißt, das Produkt, auf das viele andere fixiert sind, ist für dich im Grunde nur der Vorwand, um mit einem Menschen in eine Beziehung zu treten. Absolut, das ist absolut korrekt und ich sage auch, es ist nie das Produkt, das habe ich ja auch nach dem Vortrag gemerkt, ja, die Leute haben meine Energie gekauft und da bin ich stolz drauf, weil ich weiß, wenn die das spüren und zulassen, das ist ganz wichtig, und zulassen, dass sie diese Energie nutzen können, dann werden wir beide Seiten gewinnen und dann darf dieses Bild der Sonnenblume entstehen. Damit hast du ja fast schon angefangen, die Frage zu beantworten, die ich dir, bevor die Aufnahme lief, gesagt habe, dass es eine ist, die mich gerade umtreibt. Ja. Im Modell von Spiral Dynamics ist mir aufgefallen, dass Verkauf auf Orange ganz gut beschrieben ist, aber auf Grün für mich ein Rätsel ist. Ja. So wie du es beschreibst, ist natürlich das die Erklärung Grün. Dann geht es über die Beziehung. Die Leute wollen nicht das Produkt, die Leute wollen dich. Und das ist dann noch ein kleiner Fun-Fact. Ich habe mal alles von Apple ausprobiert. Man kann ja es gibt ja da zwei Lager, wie in so vielen Sachen. So, und mir hat ein Kunde gesagt, Herr Meier, Sie müssen Apple nehmen, haben Sie keine Probleme mehr. So, was hat er mit dem Framing geschafft? Mhm. Super, ich bin in Apples, in so einen anderen Store gegangen damals, habe mir für 2.200 Euro ein MacBook Pro volles Brett geholt. Habe hinterher gedacht, boah, jetzt bin ich der krasse Typ, alles ist gut. Mhm. Ab dem Tag hatte ich Probleme. Warum? Ich war damals durch 3D-Planungsprogramme für Gesamteinrichtungen, die nur auf Windows liefen, musste ich Bootcamp installieren. Und das Ding ist so heiß geworden wie ein Schweißbrenner, dass ich irgendwann gesagt habe, also wenn das schon außen auf dem Korpus ist, wie ist denn erst innen die Temperatur? Das kann nicht lange gut gehen. So, und dann wollte ich damals mit meinem Einrichtungshaus online gehen und einen Webshop machen. Und dann haben wir ja auch Verbandstagungen und so. Und da war eine Marketingfirma. Und dann hat der gesagt, Meier, ich komme gern zu Ihnen und wir besprechen das. Jetzt kommt der smarter Typ, klappt sein MacBook Air auf und da steht Windows XP damals. Und ich so, stopp. Was ist das? Ja, wieso? Das Design ist so cool, aber ich will doch nicht mit Mac arbeiten.
So, und dass man daran mal erkennt, ich kann zwar was Äußeres nutzen, aber was ich da reinpacke, kann ich verändern. Und so ist es auch in einem Verkaufsgespräch. Ich nutze das, was außen ist, den Vorwand, das Produkt. Aber ganz ehrlich, was ich da reingebe, den Mehrwert, das liegt an mir. Wenn ich mehr gebe, als der Kunde erwartet, dann ist automatisch Win-Win entstanden. Und wenn ich daran immer wieder arbeite, sowohl im Verkauf als nachher in der Umsetzung des Produktes, whatever, wenn ich ein Sofa geliefert kriege und ich dir anbiete, lieber Ralf Stumpf, toll, dass du das neue Sofa gekauft hast, ist es für dich in Ordnung, dass wir das nächste Woche Montag liefern? Sollen wir dann dein altes Sofa mitnehmen oder hast du das organisiert? Dann ist es was völlig anderes, als dass ich schreibe, so simpel ist es, sehr geehrter Herr Stumpf, wir liefern am Dienstag um 9 Uhr Ihr Sofa. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Weg vom Haus frei ist. Bitte sorgen Sie dafür. Dack, 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 dack. Das ist doch Bullshit. Wenn ich das aber liebevoll mache und sage, werter Herr Stumpf, bap, 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 und das ist Verkauf. Also auch alles, was mit Service zu tun hat. Deswegen scheitern ja diese ganzen Konzerne so kläglich, weil sie immer nur mit Incentives arbeiten bei ihren Mitarbeitern. Du kriegst mehr, 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 anstatt einfach zu sagen, was brauchst du denn, damit du glücklich bist? Die Frage stellt sich in einem Konzern nicht. Sondern die sagen, tu es auf, du kriegst noch dies und wenn du das erreichst, kriegst du dies und das und jenes. Das kann der Mensch doch gar nicht greifen. Und ich behaupte, 99% der Menschen holt es nicht ab. Die demotiviert das eher, oder? Da, ich glaube, da bist du erfahren genug, dass du mir da zustimmen kannst. Und das sind so diese verrückten Sachen. Und ich versuche, Punkt 1, wer bist du wirklich? Also wer ist wirklich der Ralf Stumpf? Du bist ein Musiker, du hast das in dem einen Vortrag, was ich mal von dir eben gehört habe, was ich heute Morgen sagte, so schön gesagt. Falsch ich das Wort falsch habe. Ich glaube, du nimmst eine Partitur, veränderst einen Takt und dann gehst du weiter, veränderst den zweiten Takt und dann darf was Neues entstehen. Und das ist für mich ebenfalls Verkauf. Ich schaue mir an, was kommt da ins Geschäft. Punkt 1. Dann versuche ich den Abgleich zu schaffen, was kann ich? Und dann wird es cool, dann versuche ich, was kann ich dem mehr geben, als er eigentlich glaubt, dass er bekommt? Und dann öffnen sich, finde ich, die Herzen, die Ohren, die Augen. Und meine Kollegin hat mich damals, als ich nochmal einen Kollegen 1,5 Jahre unterstützt habe, dem war der Filialleiter abgehauen. Und dann hat er gesagt, Uwe, kannst du? Ich sage, ja, komm, ich komme. Und hat meine Kollegin mich nach 3 Monaten gefragt, warum bedanken sich die Kunden immer bei dir? Normal bedankt sich der Verkäufer. Jetzt sage ich, weil ich all meine Liebe da reingegeben habe und weiß, ich konnte denen ein optimales Produkt machen. Und damit habe ich auch noch gutes Geld verdient. Ihr sagt, das gibt's doch nicht. Ich sage, doch, das kann so einfach sein. Und das ist der Ansatz, den ich fahre und den so viele in diesem Business nicht fahren, sondern es geht nur noch um Skalieren. Du machst dies, dann kannst du das. Und das ist wieder dasselbe wie im Großkonzern. Ralf, du machst jetzt dies, dann machst du das, du hältst den Mund und dann kriegst du das. Aber wie viele Menschen können das? Wie viele sind die blauen Eulen, die das können? Die diese Struktur einfach nur abarbeiten. Das sind die Buchhalter, die wir allerdings nicht mehr lange brauchen werden. Dafür ist die KI zu schnell. Sondern wir brauchen die, die mit Leidenschaft das machen. Und deswegen wurmt mich das auch, dass so viele Trainer, Coaches, aber auch Homöopathen, ich hatte gerade ein Einzelcoaching mit einer Homöopathin, die sagt, keiner von den Marketingleuten, die ich angesprochen habe, hat mich verstanden. Und du kommst, ich sage dir 3 Sätze und du verstehst mich. Das wäre Der jetzt auch sagt, die nächste Frage gewesen. weil du was Großartiges machst. Ja, aber so ist es doch. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, weil diese Beispiele, die du bis jetzt gebracht hast, Möbelhaus, Tankstelle, das kann man ja alles der Spiral Dynamic-mäßig blau-orangenen Welt zuordnen. Jetzt bist du selbst gekommen auf Trainer, Coaches, Homöopathen. Ja, Meine Erfahrung ist, Heilpraktiker. ja, die Welt ist anders, gerade was das Thema Geld und Verkaufen betrifft. Die haben ganz oft merkwürdige Gefühle dabei, Beißhemmung, finden es peinlich, was verkaufen zu müssen, machen gerne auf Spendenbasis oder sowas, weil das alles so unanständig ist. Wie gehst du mit solchen Leuten um? Also mit diesen, die sich eigentlich ja abgrenzen wollen von dieser schrecklich materialistischen Welt. Ich sagte ja vorhin schon, und auch im Vortrag habe ich das gesagt, ich stülpe niemandem was über, weil das kann nicht gut werden. Das werden die vielleicht ein paar Mal machen, aber dann kommt unterbewusst genau das wieder durch.
Und ich sagte ja, ich bin eigentlich diese zwei Säulen. Ich bin einmal der ein Mentor und ich bin der Verkaufsenergizer. Wenn ich spüre, dass die ready sind für den Verkaufsenergizer, dann kriegen sie von mir die Verkaufsenergie. Das, wie ich sie selber, ich nenne das immer, wollen wir langsamer Walzer machen oder wollen wir Rock'n'Roll? Da können die meisten Menschen was mit anfangen. Ganz junge vielleicht nicht mehr, aber ich sag mal, die mit denen ich am liebsten arbeite, die können damit was anfangen. So, und das andere ist ja ein Mentor. Da kommt der NLPler dann durch. Was hält dich zurück? Was fehlt in deinen Ressourcen, dass du zulassen kannst? Und auch, lieber Ralf, dafür danke an dein Genie, dass du vorhin, ich habe mir die Stelle zweimal angehört, in deinem Vortrag gesagt hast, übrigens natürlich auf dem NLP-Kongress, wo du gesagt hast damals, das war Change History in die Zukunft gedacht. So, I love it. Du hast zuerst das abgelehnt, hast gesagt, Schwachsinn, als dir das jemand gesagt hat. Und dann hast du gedacht, wie genial ist es. So, und das ist es. Einfach das zu nehmen, was da ist, hinzuschauen, das sehe ich als meine Aufgabe, hinzuschauen, was ist denn schon großartig? Das Großartige zur Sonnenblume zu entwickeln und dann bleibt das andere im Schatten und fällt gar nicht mehr auf. Ich baue, wie Gerald Hüther, der geniale Neurowissenschaftler, sagt, ich baue einfach neuronale Bahnen oben drüber. Und die, da gebe ich vielleicht auch meine Energie rein. Also, das war ja für mich der Ansatz, warum ich zum NLP gekommen bin. Der Martin Weiß, ein super, super, super Typ, Big Shift ist sein großes Thema, der hat damals das Wort NLP in einem Webinar erwähnt. Hat es so erklärt, die jungen Wilden aus Amerika. Und er hat vorher sich mit C.G. Jung etc. beschäftigt, hörte auf einmal das und hat gesagt, wie cool ist das denn? Die wühlen nicht mehr im Dreck rum, die gucken, was können wir nach vorne machen. Und das ist auch mein Einfluss. Aber du weißt auch, trotzdem komme ich manchmal in Situationen und ich habe schon wirklich krasse Dinge erlebt. Eine Kundin hatte 38 Jahre und ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich da nicht auf diese Branche gucke. 38 Jahre Psychotherapie. Ich drücke einen Knopf, den ich gespürt habe, und die geht ab wie ein Zäpfchen. Und ich stehe da, wow, was war denn das? Dann bin ich mit ihr, da sind wir wieder beim State Management und Positionsveränderung, habe gesagt, abends, 22:30 war das, am Bodensee damals, werde ich nie vergessen, bin ich mit ihr ums Haus gegangen. Sie hat den kurzen Weg und wir standen nach 3 Minuten wieder vorm Haus. Ich sage, du sag ich, das war jetzt nicht, ich glaube, wir sollten mal länger gehen. Und durch dieses Gehen hat sie sich geöffnet. Also auch da, auch im Verkauf, mache ich nichts anderes. Ich nehme, wenn ich manchmal merke, wir haben uns hier festgefahren, dann sage ich, lassen Sie uns doch mal kurz aufstellen. All das, was ich dann im LP auf einmal als Wort und Stefan steht da und sagt, ja, das ist dies und das. Und ich so, ach so heißt das. Also genau das, was du vorhin gesagt hast. Das, ich hatte so vieles schon begriffen und habe plötzlich durch NLP nur verstanden, was ich da eigentlich mache. So, und dann stehe ich auf und sage, lassen Sie uns doch mal, das kann übrigens völliger Schwachsinn sein, was du da machst. Der Kunde weiß es eh nicht. Lassen Sie uns doch mal kurz hier rüber gehen, Herr Stumpf. Ach nee, Herr May, das ist nichts für mich. Jetzt gehen wir zurück. Und die sind raus und die sind wieder da, wo ich sie hinhaben will. Und natürlich ist das Manipulation. Aber was mache ich denn damit? Ich unterstütze die Menschen, dass sie das, wo sie gerade sich festfahren, wieder lösen können. Und das sehe ich als meine Aufgabe. Mal als Mentor, mal als Verkaufsenergizer, mal ist das ein Wechselspiel. Und das habe ich von Carlos, dem großartigen Salgado, gelernt. Sag, welchen Hut du aufhast. Jetzt bin ich der Mentor, jetzt bin ich der Trainer, weil Verkaufsenergizer ist Trainer. Mentor ist derjenige, der dabei ist, das Gefühl gibt, ich bin nicht mehr alleine. Das geben übrigens ganz viele nicht zu. Nein, das brauche ich nicht, sagen die immer zu mir, Uwe. Denke ich so bei mir. Stimmt. So, na dann lass uns jetzt mal den Verkaufsenergizer machen. So, und dann gehe ich wieder einen Schritt zurück, komme von hinten durch die Tür und schieb wieder. Ach du übrigens, wir haben hier gerade mal so ein paar Bodenanker. Wofür ist das denn jetzt? Ach, Aber schauen wir mal. ich finde das schon spannend, dass du in beiden Rollen machst du etwas, was ganz wunderbar ist und einen schlechten Ruf hat, den du entkräftest. Verkaufen und NLP, ne? Genau. Wird ja auch gerne kombiniert, die beiden Sachen. Aber gut, da müssen wir nicht drüber reden, dass der Ruf des NLP merkwürdig ist, vor allem bei den Leuten, die keine Ahnung davon haben.
Aber Ralf, das wird immer wieder gesagt. Ich höre das nur von Leuten, die selber speziell sind. Ich erlebe das nicht. Ich höre das so selten, diesen Ruf, dass der schlecht ist. Weil das ist doch wie bei, ich mache mal Silbentrennung. Ich bin Raumausstattermeister. Vielleicht bin ich da zu hart. Für meinen logischen, gesunden Menschenverstand sage ich mir, wenn ich dir das sage, dass ich Raumausstattermeister bin und du dir das auf der Lippe nochmal sprichst, dann kannst du nur noch fragen, was genau machst du da alles? Aber die meisten, und das ist dieses sofort rausschießen, was machst denn du so? Überhaupt nicht drüber nachdenken. Was bedeutet das eigentlich? Neurolinguistische Programmierung. Und ich nehme ja immer das Beispiel mit dem Messer. Wenn ich ein Messer für 5000 Euro habe, kann ich mir damit einen Finger abschneiden, wenn ich eine Yakuza bin. Ich kann damit aber auch Thunfisch so fein schneiden, dass der auf der Zunge nur so zerfällt und du so denkst, bin ich schon im Himmel oder bin ich nur im Restaurant? Es ist aber dasselbe Werkzeug. Und deswegen, also auf diese Diskussion lasse ich mich gar nicht ein. Ich glaube, Verkaufen ist großartig. Ich glaube, dieses Werkzeug des NLPs ist ein Geschenk, was diese Herren daraus gemacht haben. Und wenn es dann, und ich kann das nur aus vollem Herzen sagen, solche Menschen wie dich gibt, die immer wieder den Ansatz suchen, wie kann ich das noch modellieren? Wie kann ich mehr daraus machen? Und sich nicht, da sind wir wieder beim Deutschen, das habe ich auch, ich begleite ja Stefan öfter als Co-Trainer, weil ich einfach das liebe, als Co-Trainer zu arbeiten, weil ich sehe beide Seiten. Ich kann beide Seiten wahrnehmen. Was sendet er denn jetzt gerade wirklich? Was empfängt denn der Empfänger wirklich? Ich liebe das. Und in den Coaching-Übungen, wo ich daneben stehe, streue ich dann das noch ein bisschen rein, wo ich das Gefühl habe, was dann noch mit rein darf. Und gebe manchmal so eine kleine Ressource. Und wenn das dann aufgeht, dann denke ich hinterher, ja, ja. So, dann freue ich mich wie Bolle. Und meist erzähle ich das auch gar nicht, weil das ist so dieses, ich liebe das. Und wenn man das wirklich in den Verkauf macht, in seine eigene Wertehaltung als Homöopath, als Trainer, als Coach, ich meine, was mache ich denn? Wenn ich es wirklich ehrlich meine, dann verändere ich im positivsten Sinne als Homöopath zum Beispiel, ohne in der Regel, absolut ohne Nebenwirkungen. Ja, bei dieser Kundin war ich am Donnerstag. Ich hatte eine Entzündung seit einer Woche, dass ich jeden Abend meinen Fuß kühlen musste. Knallrot. Sie pendelt einmal, sie gibt mir 5 Globuli, die nehme ich einmal mittags, einmal abends und das Thema war wieder komplett hautfarben am nächsten Morgen. Ich wache auf und denke, was ist heute anders? Die Wunderfrage. Es juckt gar nichts mehr. Das heißt, du veränderst gerne andere Menschen? Ich erinnere sie. Weil ich glaube ja, dass das alles schon da ist. Ah, also dein Strahlen gerade, und ich finde es einen positiven Satz, ist doch in Ordnung. Ich habe das Gefühl, du liebst es, wenn, sagen wir mal so, wenn Menschen sich mit deiner Unterstützung verändern. Ja, so, ja, ich liebe es. Und trotzdem fand ich das so schön, was gestern die liebe Christiane sagte. Ich erinnere die Menschen. Und ich finde das ein Geschenk, dieses Erinnern. Das hat mich so berührt, weil ich sage, wenn ich glaube fest an, jeder Mensch kann verkaufen, jedes Kind kann verkaufen. Papa, nur noch einen Haribo. Ja, was ist denn das? Leidenschaft, Liebe, Genuss. So, mehr ist es nicht. Und Wertschätzung. Und Wertschätzung, sorry, das wollen wir alle selber. Und was mache ich also? Ich gebe doch nur das, was ich selber möchte. Und das ist für mich Verkauf. Ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Da kommt eine Energie rüber, die ist so. Also das mit der Sonnenblume, das passt wirklich. Man steht da so unter dieser 3 Meter Sonnenblume und denkt sich, ach, ist das schön. Also habe ich dich vorhin richtig verstanden, bezogen auf die eher grün unterwegsenen Kollegen, wenn du sagst, im Schatten der Sonnenblume kaum sichtbar fließt dann das Geld, oder? Das Also Geld kommt von oben nach unten. das würdest du dann da gar nicht groß betonen. Das ist sozusagen der Nebeneffekt, der sich schlicht nicht vermeiden lässt. Nee, das kommt leider mit. Das ist so, da muss ich nur die Taschen aufhalten dann. Wie unangenehm, aber dann macht Ja, es ist furchtbar. man. Ja, es ist total furchtbar. Ich mag es auch nicht. Ja. Ja. Ich lehne das auch ab, kategorisch eigentlich. Ich. Also es war wirklich früher so, bei Glaubenssätze. Ich war glücklich, wenn der andere glücklich war.
und bin dann weitergezogen. Ich habe über 60.000 Euro in meinem alten Leben nicht mehr eingetrieben. Über 60.000 Euro, weil ich nur noch gehetzt war. Das hatte private Gründe und nur noch, und das ist natürlich auch immer eine Gefahr, nach diesem Miteinander gesucht habe. Ja. Und dann aus Pietätsgründen ist von der Kundin der Mann verstorben und ich kriegte über 35.000 Euro von der einen Kundin. Und dann habe ich gesagt, das kann man. Auch diesen Satz, den liebe ich damals von Stefan, der hat mir so viel gebracht. Das kann man ja nicht machen. Ja, wer ist denn Mann? So, und diese Muster, die sind bei mir auch da gewesen, weil Schuster bleibt bei deinen Leisten, war der Satz, den ich von meiner Mutter nicht einmal gehört habe. Und der hat mich so klein gehalten. Ich bin immer noch gerne Raumausstattermeister. Vielleicht mache ich auch noch mal wieder ein Einrichtungshaus auf. Ich habe das geliebt. Im Rotenburger Rathaus steht das erste Sofa, was ich komplett designt, gebaut, verkauft habe. Das habe ich visualisiert, habe gesagt zu meinem Gesellen, Altgesellen damals, Werner, auch ein Schatz von Mensch, habe ich gesagt, lieber Werner, ich habe was vor. Wie findest du das? Ja, wie wolltest du denn das machen? Ja, sage ich, ich schenke einfach dem Bürgermeister und dann können wir das marketingtechnisch ausnutzen. Ich schenke dem Bürgermeister das nächste Sofa zur Bürgermeisterwahl. Ja, das ist ja eine coole Idee. Also wie gesagt, schenken. Dann habe ich das zwei, dreimal in den Äther gegeben und ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, wenn man sich nicht versteckt, wirkt das Gesetz der Anziehung zu 100%. Jetzt kommt der Hausmeister vom Rotenburger Rathaus rein, eine Vorannahme, spricht der Außenseiter, Herr Meier, Sie sind wahrscheinlich zu teuer für uns. Ich sage, lieber Herr, lassen Sie uns doch mal schauen, ob das wirklich so ist. Was möchten Sie denn? Ja, wir brauchen fürs Foyer des Rathaus ein neues Sofa. Ralf, ich habe kurze Atemnot gehabt. Ich habe gesagt, das stimmt jetzt nicht. Naja, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir das nicht für beide Seiten so geschmackvoll machen können, dass wir beide daran Freude haben. Und jetzt steht es da. Und ich habe es noch in meiner Farbe. Ich hatte damals schwarz mit einem roten Strich. Der rote Faden, den fand ich schon immer cool, wenn du den hast. Und dann habe ich dieses Sofa, die wollten schwarzes Leder. Dann habe ich einen roten Keder rundrum ums Sofa und um die Sessel ziehen lassen. Und bei der Lieferung, weil meine Mitarbeiter auch so gut drauf waren, war ich im Urlaub, hat der Hausmeister nur gesagt: Aber was ist das denn? Da haben die nur gesagt: Kein Spruch, Herr Meier hat gesagt, das muss so. Und da hat der Hausmeister gesagt: Ja, dann ist ja alles klar. Also wenn du diese Leidenschaft, der hat ja gespürt, wie viel Leidenschaft, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, jetzt kriege ich es auch noch bezahlt, das Sofa. Wie cool ist das? Reden wir nicht drüber, aber es war, ne, also ich habe natürlich, Gewinn habe ich daran nicht gehabt, aber ich habe es bezahlt gekriegt. Und wir haben feinstes Leder genommen. Ich habe bestes Innenleben gemacht, was normalerweise entspannt mindestens 30, 40% mehr gekostet hätte. Aber ich weiß, das Ding steht da jetzt und ich erfreue mich immer, wenn Wochenmarkt ist, lusche ich mal rein und sehe dieses Sofa und denke mir so, ja. Und das ist das, wenn du die Leidenschaft auf den Tisch legst, die du hast, egal ob Homöopath, egal ob Coach, aber dazu will ich einfach auch, dass die Leute klar haben, was ist ihre Leidenschaft. Dann kann man das auch verkaufen und dann ist es auch kein Verkauf. Dann ist es ein entspanntes Angebot und nun hast du die Wahl. Sag ja oder sag nein. Aber wenn in dem Moment sich alles gut anfühlt, warum soll die Person dann Nein sagen? Es gibt doch keinen Grund. Uwe, ich habe noch eine letzte Frage, weil Bitte. wir haben fast schon eine Stunde. Du kennst doch bestimmt auch den Robert Cialdini, den mit Kunst des Überzeugens, wo diese ganzen Techniken drinstehen, wie Leute so über. Ist Oh ja, auch. das ist aber ganz, das ist das nicht schon aus dem 19. Jahrhundert? Nee, aus den 90ern. Aber ist, Sicher? ja, ist auch egal. Okay. Jedenfalls, da Also sind ein paar den Titel Experimente kenne ich ja. drin. Da sind ein paar Experimente drin, die kennst du vermutlich schon. Ich gebe mal eines. Studenten werden gebeten, einen Test zu machen. Einer von denen ist ein Schauspieler, der so tut, als bräuchte er Hilfe von seinem Nachbarn. Ja. Dann stellen die fest, wenn in dem Zimmer an der Wand Naturbilder hängen, dann helfen die Nachbarn häufig. Wenn da Bilder hängen von Geld, helfen die nicht. Kennst du, ne? Jetzt machst Klick. Das heißt mit anderen Worten, Geld hat einen schwierigen Einfluss auf Beziehungen. Jetzt kriege ich bei dir aber mit, bei dir nicht.
irgendwie schaffst du es, im Rahmen von Verkauf dieses Geldthema so reinzubringen, dass es, ich würde mal behaupten, mindestens die Beziehung nicht stört. Ich traue dir sogar zu, dass du schaffst, dass das sogar noch eine Verbesserung der Beziehung ist. Wie hast du es geschafft, da irgendwie das zu lösen, was keiner gelöst hat? Dass Geld In nicht Beziehungen kaputt macht. indem du das Wort, was ich von meiner Mutter nicht mehr ertragen konnte, indem du das aber richtig verstehst. Sie hat immer gesagt, Uwe, so und so und so und so. Und du musst jetzt annehmen. Das, was ich dir sage, ist Gesetz. Könnte man den Satz jetzt weiterspinnen. Deswegen habe ich dieses Wort massivst abgelehnt. Und irgendwann habe ich das verstanden, und da sind wir wieder bei dem Wort, wie bei dem Wort Verkauf. Wenn ich annehme, dass das, was ich mache, ein Geschenk ist und dass dafür natürlich etwas zurückkommt, nämlich das, was sie per EC Cash, Überweisung oder in bar auf den Tisch legen und das einfach als gegeben annehme, kann nichts mehr passieren. Dafür muss ich nur vorbereiten, dass ich immer wieder dabei weiß, wer bin ich wirklich, für wen wirklich, weil das natürlich nicht bei Menschen funktioniert, für die ich nicht da bin. Das funktioniert nicht. Und dann mit welchem Angebot? Also was mache ich wirklich? Und dann gibt es diese Diskussion nicht mehr. Dann heißt es nur, wann kann ich starten? Willst du es bar oder soll ich es dir heute noch bringen? Ich habe teilweise, habe das Haus verlassen und da war das Geld schon auf dem Konto. Ich bin nicht mal wieder in der Firma gewesen, da war das Geld schon auf dem Konto. Ich habe da nicht drüber gesprochen. Das heißt, du würdest sagen, ich finde den Satz wirklich, ich finde ihn echt berührend. Erst wenn du dich selbst annimmst und deine Leistung annimmst, kannst du auch das Geld annehmen. Das ist der Schlüssel. Ja. Ich habe auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich das nicht konnte, weil ich gesagt habe, da kam wieder dieses, bin ich es denn wirklich wert? Und meine Tochter hat letzte Woche Samstag, nach 1,5 Jahren, als ich am Bodensee war, habe ich sie wieder getroffen, weil sie dann eine Ausbildung macht und schon vorher ein Praktikum. Und da sagt sie, Papa, du kannst doch so viel. Das ist doch ein Wahnsinn. Und das hat mir das nochmal gezeigt. Ja, das stimmt. Ich habe so ein Know-how aufgebaut, weil ich so vielfältig gearbeitet habe, vom Straßenverkauf bis Einrichten. Ich bin Handwerksmeister, ich liebe auch den NLP, auch wenn ich zu wenig die letzte Zeit gemacht habe. Ich bin noch nicht bei den 8 Stunden, die du damals in dem Vortrag gesagt hast, oder bei Stefans 12 bis 16 Stunden pro Tag. Aber ich liebe das einfach und das habe ich doch alles noch mir zusätzlich geholt. Ich wäre doch ein Teufel, wenn ich das einfach in der Schublade lasse und das nicht rausnehme und damit andere Menschen ein Stück weit begleite, ja, und denen dann das Leben leichter mache und gucke, was haben die schon, wo erinnere ich sie dran und was packe ich eventuell noch als Salz und Pfeffer dazu, damit es dann rund wird. Ich finde das sehr spannend, wenn ich an viele Kollegen denke, die sehr tiefgrün sind. Die sind Ja. in diesem Modus, ich gebe, ich gebe, ich gebe. Ja. Tun sich schwer anzunehmen. Ja, genau. Dein Frame zu sagen, Ja. das klappt erst, wenn du dich annimmst, den finde Ja. ich brillant. Das ist leider bitter erfahren, aber es ist so. Das ist meine Quintessenz. Das ist mein Modeling aus dem, was ich an Scheiße erlebt habe. Und das ist eben immer, wie ist ein Wort oder auch ein Spruch? Wie framest du das selber für dich? Und für mich war es ja negativ, bis ich erkannt habe, ja, ich muss Punkt 1 annehmen und dann kommt Punkt 2. Kannst du es lesen? Loslassen. Genau. Das hat mir eine Trainerkollegin geschenkt, weil die das gespürt hat. Ich habe für sie die Positionierung neu gemacht. Nach über 20 Jahren erfolgreiches Coaching, was sie gegeben hat, habe ich sie komplett neu aufgestellt. Und dann hat sie mir als Energieausgleich ein Coaching geschenkt. Ich glaube, weil sie schon gespürt hat, was da noch bei mir ist. Und hat mir diesen Bilderrahmen am letzten Tag überreicht. Und das ist es. Annehmen, was zu dir gehört. Loslassen, was nicht deins ist, was dir irgendjemand übergestülpt hat. Und wo du aus welchen Gründen auch immer hinterherhängst oder drunter bleibst, unter dieser Glocke. Und schon die Bibel sprach, stell dein Licht nicht unter den Scheffeln, sondern lass es erstrahlen. Ich finde gerade sehr spannend. Eigentlich will ich aufhören, aber es ist zu spannend. Ich finde gerade sehr spannend. Du betonst die Reihenfolge so und
Ich kenne das eigentlich immer in der anderen Reihenfolge. Uwe, du hast da wieder was entdeckt. Weil die meisten sagen, du musst erst loslassen, dass du frei bist anzunehmen. Du sagst, nö, du musst erst annehmen, dann kannst du loslassen. Das finde ich spannend. Du drehst da gerade was auf eine sehr interessante Art um. Wie kommt's? Ja, wie gesagt, ich bin durch Himmel und Hölle gegangen. Ja. Und diese Hölle wünsche ich keinem. Wenn du plötzlich geschieden bist und oder noch nichts geschieden, zu Anfang getrennt und nur noch 14 Tage deine Kinder siehst, das sind für mich Schmerzen, die wünsche ich niemanden. Niemanden auf dieser ganzen weiten Welt, egal was er für ein Mensch ist. Das hat mich so tief nach unten geworfen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt vier Mitarbeiter, die viermal Geld gekostet haben. Und ich konnte sie am Ende nicht mehr bezahlen, obwohl ich drei Immobilien hatte. Oder zwei noch zu dem Zeitpunkt. Weil ich nicht mehr ich selbst war. Und dies anzunehmen, auch diesen Schmerz, dass der zu uns gehört, ist mit das Krasseste, was man erleben kann. Und wie gesagt, ich wünsche das keinem. Aber wenn du daraus, und da sind wir bei diesem wieder bei Bildern, Phönix aus der Asche, dass du aus dieser Asche eben stärker und großartiger und schöner als jemals zuvor deine Flügel ausbreitest. Und anfängst, sie zu bewegen und immer mehr zu schlagen und dann abzuheben und dann mit deinem Schein die Menschen zu begeistern und das loszulassen, was dich vorher noch in dieser Asche gehalten hat, dann entsteht was Großartiges. Und das ist meine Mission. Da habe ich richtig Bock drauf und ich schar gerade diese Menschen um mir heute Morgen schon zwei, mit denen ich das erreichen will. Und du wirst noch viel von mir hören. Ich habe gerade so eine Lust, das jetzt endlich wirklich in die Welt zu tragen. Und ja, schauen wir mal, was sich alles ergibt die nächsten ein, zwei Jahre. Es wird auf jeden Fall der Hammer. Ich finde, das war ein ganz großartiges Gespräch. Ich danke dir sehr. Ich danke dir wirklich. Ich vermute mal, du planst auch nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Aber sowas von. Mir geht es genauso. Wenn ich dabei sein kann, bin ich dabei. Da freue ich mich drauf. Das ist, wie wir schon gesagt haben, der Kongress überhaupt. Der ein Muss ist in der Genau. Branche. Wo halten? Natürlich, ich habe es ja im ersten mit Dagmar schon gesagt, das Dumme ist halt, nachdem immer vier Vorträge parallel sind, muss man mindestens 75% dessen, was dort ist, versäumen. Ja. Ich versuche mit dieser Podcast-Reihe etwas zu lindern, aber Super, geniale Idee. ich verstärke den Schmerz, weil die Leute sehen die Podcasts oder die Videos und überlegen sich vermutlich bei jedem, oh, den will ich nächstes Mal aber erleben. Das heißt. Naja, selbstverständlich, es ist noch eine Zeit hin und wer vorher Lust hat, meldet sich einfach bei mir. Pack einfach meine E-Mail-Adresse mit unter den Vortrag, wie auch immer du das machst. Die sollen mir einfach schreiben und ich lade jeden ein, einfach mal mit mir zu sprechen, mir mal seine Situation zu schildern und dann schauen wir gemeinsam hin, ob ich denjenigen, ob wir zusammen, ob wir harmonieren, ob das eine Energie ist, die zu der Person passt, weil ich stülpe niemanden über, irgendwas über, sondern ich schaue hin, wer passt und ich lade die Menschen ein dazu, das Alte. Eben, ich habe das gestern gesagt, zu einem Kunden in den Schrank zu packen und wenn er jetzt zu mir kommt, das für 2 Tage abzulegen und mal sich völlig frei auf offen und auf meine Art einzulassen. Ich bin gespannt, ob er es macht, weil er sehr blau ist und sehr rational und ich bin sehr gespannt, ob er das macht. Dein Kongress gibt es vorher auch noch einen? Ja, ich bin dran. Ich habe jetzt heute mit jemandem gesprochen, die sowas kann, weil ich will das nicht organisieren, das schaffe ich nicht. Ich schaue wirklich gerade die Leute um mich und ich werde das wie gesagt im Norden machen und du wirst rechtzeitig davon erfahren, weil du musst dabei sein. Es gibt überhaupt keine zwei Meinungen. Also wäre es am besten, wenn ich einfach deine Website unter dem Video verlinke, oder? Ich schätze mal, über die Oder erhält so, genau. man Mach alles. es so, Über fertig. die bekommt man dann alles, genau. Genau. Ich freue mich. Das Ich war nicht sage, das letzte Mal. wir sehen uns ja sowieso, wir sind ja nicht blind und ich freue mich mega, dass du da diesen Einsatz zeigst und das für die Menschen nochmal transparenter machst, was sie vielleicht verpasst haben, für die, die in anderen Vorträgen waren oder eben nicht da waren und sag dir von Herzen, danke, lieber Ralf, für dein Sein und vor allen Dingen auch für dein Modeling, weil da werde ich noch viel von mitnehmen, weil ich das einfach großartig finde, deine Art, das zu machen. Danke dir. Uwe, ich nehme das jetzt einfach an. Wir sehen uns, lieber Ralf. Tschüss.